So. Heute mal ein Video dazu, wie sich mein Ehre, Körper die nach Pizza ist 5 wieder Jahren nicht Fast geschnitten. Food verhält. Damit meine ich richtiges Fast Food. Ich meine jetzt hier nicht irgendwelche Leute, die hier einmal im Monat oder so zu McDonald's gehen, sich einen McRib reindrücken und dann so, oh fuck, ey, ich habe gesündigt, ich habe ein Mac-Menü gegessen. An der Stelle Krass, ich mit meiner sondern ich Pizza. meine so richtig krass. Ich meine so morgens aufstehen, 2 Kassler Brötchen vollgefettet rein. Alter. Absolut ekelhaft. Drücken, denn mittags zum McDonald's gehen und abends nochmal bei Call a Pizza bestellen. Das meine ich mit die extremste Art und Weise von Fastfood, wie man sie einfach zu sich nehmen kann. Und ich bin einfach ein Mensch. Ich konnte mir damals Fastfood so in dieser Art und Weise so bestellen und immer McDonald's gehen. Das konnte ich mir nicht leisten. Und dann kam ja irgendwann dieses YouTube-Ding. So Ende 2015 hat das Ganze angefangen. Dann kamen ja so die ersten Spenden durch die Streams und dann gab es ja auch die. Ich schwöre, ich fress mich hier gerade so eklig voll und schau mal dieses richtig wichtige Video an, Alter. Ich sollte mein Ernährungsverhalten definitiv ändern. Monetarisierung auf YouTube, durch die ich dann auch Geld gemacht habe. Davor habe ich von 280 Euro gelebt, also wirklich, ich war relativ weit unten und jetzt, ja, geht es mir ganz gut so, dass ich mir auf jeden Fall Fastfood leisten kann, so, also dass ich auf jeden Fall so essen kann, ohne mich selbst einschränken zu Aber müssen. Das Bro, Fastfood ist ja nicht war am teuer. Anfang wunderbar schön, endlich mal zu chillen. Meine Mutter konnte mich am Anfang noch regulieren. Bevor YouTube angefangen hat, habe ich ja noch bei meiner Mama gelebt. So, die hatte da. Ich schwöre es euch, Leute. Diese Pizza hier gerade, ja? Egal, wie ich gerade, egal, widerlich ich hier gerade schmatze, ist die beste Pizza meines Lebens. Und Tanzverbot, man merkt, wie unglaublich süß der Junge ist. Wie gesagt, ich habe noch bei meiner Mama gewohnt. Ganz ehrlich, Digga, Tanzi, ich glaube, wir beide kommen mittlerweile echt gut klar. Oder, Bruder? Also, oder, Bruder? Sie alles für mich gemacht hat, ihre Mama nochmal. Ich weiß, ich war ein blöder Sohn, der nie geholfen hat. Ich habe nicht mal einen Abwasch gemacht. Manchmal habe ich nicht mal den Müll runtergebracht. Meine Mama. Auf das Fastfood jetzt an der Stelle. Noch ein gesundes Getränk. Mama ist immer einkaufen gegangen und hat versucht, mein Essverhalten irgendwie noch zu regulieren, aber es hat einfach nicht funktioniert, weil ich einfach nur Süßigkeiten essen wollte und habe ich rumgequengelt wie ein kleines Kind mit 18 oder 19, wie alt ich da war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. 18, 19. Und dann hat es halt irgendwann angefangen. So, die ersten Spenden kamen rein, so dieses Streamerleben Schwöre, wenn ich so weitermache, ich werde keine 40, Alter. hat begonnen, so dieses YouTuberleben hat begonnen, ein bisschen Geld bekommen. Auf einmal hat man angefangen, so das mal auszuprobieren, wie das ist, so bei Call a Pizza zu bestellen. Es hat übertrieben geil geschmeckt. Du hast zu Hause gesessen, es hat geklingelt, du hast aufgemacht, angenommen, Geld gegeben. Es ging einfach einwandfrei. Es ist bis zum dritten Stock ist er hochgekommen, hat mir das Essen gegeben und ich musste eigentlich nur diese Hürde Er von meinem zelebriert Zimmer es richtig, Digga. zur Er zelebriert Tür. es richtig. Aber an der Stelle, kurzer Real Talk aus dem Maxnomics-Stuhl an der Stelle hier, mit eigener Pizza. Ich kann das sehr fühlen, denn, ich muss mal ganz kurz sagen, ja, früher, Leute, während ich hier meine Pizza fresse, seid ihr auch so Wichser, die ihre Pizza rollen, damit man sie maximal eklig reinfressen kann? Also ich schon. Früher, als wir im YouTube-Haus angefangen haben, Fast Food Grind, absolut ekelhaft, Digga. Wir haben bei KFC bestellt. Wir haben bei Mc's bestellt, bei Burger King, bei überall, wo es ging. In Köln gab es lange Zeit lang einen Lieferservice, der jetzt leider, glaube ich, sogar morgen zumacht. Und man hat als junger Mensch keine Ahnung. Ich ziehe mir gerade auch so eine Pizza rein. Ich sollte eigentlich gar nicht darüber urteilen, so. Aber man hat als junger Mensch gar keine Ahnung darüber, wie unglaublich schädlich dieses Scheißessen eigentlich ist. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Das ist echt Müll, Digga, was man da teilweise in sich reinschaufelt. Genau das, was ich mir gerade auch reinziehe. Manchmal kann man das machen. Too much in jungen Jahren. Damit fickt ihr komplett euren Körper. Das ist Real Talk. Und man hat aber als junger Mensch keinen Plan. Man denkt so, yo, ein, zweimal die Woche Pizza. Und es ist plötzlich drei, viermal schön noch dick mit Fleisch und allem belegt. Jungs, Mädels, Alter. Ihr fickt euren Körper. MQ. Du fickst deinen Körper auch, du weißt es noch nicht, Bruder. Bewältigen und das war nichts und das ist einfach, das hat mir als generell schon sehr fauler Mensch sehr doll gefallen, so dass ich letztendlich. Bro, das hat nichts mit Stoffwechsel zu tun, ob du essen kannst, was du willst. Die ganzen Giftstoffe, die Kalorien, das Fett bleibt trotzdem in deinem scheiß Körper, Bruder. Ich bis zum heutigen Tag 2019 immer noch fast täglich Essen bestelle. Na, eigentlich nicht mehr, weil ich sehr viel mit dem Auto unterwegs bin, aber auf jeden Fall sich an meinem Essverhalten nichts verändert hat. Dieses ständige Bestellen hat mein Essverhalten massiv geprägt. Und das ist einfach nicht gut. Ich mache dieses Video jetzt hier gerade, weil ich seit 2 Tagen extreme Magenschmerzen habe. Ich die ganze Zeit Durchfall habe. Tut mir leid. Ich weiß, ihr werdet sowas nicht gerne hören wollen, aber Doch,
Ich habe nichts Doch. mehr in mir. Also Doch. das, was hinten rauskommt, ist dasselbe, was vorne rauskommt, gefühlsmäßig. Ich habe nichts mehr in mir. Bruder, das muss jetzt nicht sein. Ich esse gerade, ja? Mach mal locker hier. Ist einfach leer. Der Mensch besteht aus 80% Wasser und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nur noch aus 50% Wasser bestehe. Weil wenn ich Wasser trinke, wird mir auch schlecht. Ich bin jetzt wirklich schon am Überlegen, ob ich mich übergebe. So einige Leute, die so auf Partys gehen oder sich des Öfteren mal übergeben, die kennen es. Wenn der Was Körper sagst du irgendwie da, was nicht in Bro? sich behalten möchte, dann fängt es hier so an, weh zu tun und irgendwann versteift sich die Zunge. Man hat extrem viel Spucke, also Speichel. Bei mir versteift immer was ganz anderes, Digga, wenn ich kotzen muss. Produktion und dann muss man irgendwann brechen. Und das habe ich die ganze Zeit und jetzt bin ich wirklich am Überlegen, ich muss nicht wirklich brechen. Ich habe immer so ganz leicht dieses Gefühl, dass ich jetzt einfach mir so drei, viermal den Finger in den Hals stecke und mich dann Ja, einfach übergebe in der Hoffnung, dass dieses Gefühl gönn dir. einfach aufhört. Und mein Körper ist einfach komplett hinüber. Und ich mache Ehre. dieses Video jetzt hier nicht. Ja, ich werde mein Leben jetzt bessern. Ich werde es weiter tun. Ich weiß ganz genau, ich will euch jetzt hier nicht voll, aber mit, ja, jetzt wird mein Leben besser. Ich geh ins Fitnessstudio. Ich habe gar nicht diese übertrieben krasse Motivation dazu. Natürlich, in entfernterer Zukunft möchte ich das irgendwann mal. Ich möchte ein gesünderes Leben führen, aber ich finde gesünderes Leben einfach extrem anstrengend. Weil man auf so viele Dinge achten muss und ich möchte einfach nicht darauf achten. Ich möchte einfach einen Laden So, Bro. rein. Momenten läuft alles einwandfrei. Ich habe übelst Ich oft will wissen. Bauchschmerzen. Ich fühle mich sehr schlapp. Wirklich, ich habe ganz oft, das ist so mit das Schlimmste. Ich esse jeden Tag Fastfood und ich spüre mein Herz. Ich spüre dieses Ich Herz und schwöre ich habe wirklich, ich weiß nicht, das ist eine Einbildung wahrscheinlich. Aber schwöre dir, Bro, ist es nicht. Ist es nicht, weil das Ding ist, wenn man jeden Tag so geisteskrank viel Fett zu sich nimmt, Digga, so viel. Ey, ich bin bei weitem kein Ernährungswissenschaftler. Ich bin bei weitem kein Ernährungswissenschaftler. Und ich gönne mir auch sehr viel Scheiße, Alter. Aber das Ding ist wirklich, wenn man zu oft und zu frequently, Ey. Grüße gehen raus, zu oft und zu frequently sich so einen Scheiß reinzieht, dann kriegt man so, oh, Digga, guck, bei mir, die Pizza geht direkt gut durch. Man kriegt Sodbrennen, Bruder. Man kriegt fucking Durchfall, Alter. Und das Ding ist wirklich, man fängt an, Herzprobleme zu bekommen. Das ist no joke. Das geht so unglaublich schnell. Das Herz, Cholesterin lagert sich so geisteskrank ab. Man muss wirklich echt auf seine scheiß Ernährung achten. Gerade in jungen Jahren, Alter. Aber ihr müsst überlegen, alles, was ihr eurem scheiß Körper gerade zufügt, das ist quasi der Grundstock für das Leben, was ihr lebt. Also wenn ihr in den 20ern anfangt zu, keine Ahnung, maximal viele Drogen zu kicken und euch komplett ungesund ernährt, jedes Wochenende besoffen seid. Glaubt mir wirklich, ey, ihr fangt mit 50 an, habt ihr Probleme mit euren scheiß Zähnen, dann fangt ihr an irgendwie wahrscheinlich noch Arthrose, Rückenschmerzen, der ganze Scheiß, das kommt alles deutlich früher und ich will euch gar nicht ernährungsberaten. Ich fresse viel Scheiße, aber ich fühle mich gut. Ja, du fühlst dich jetzt gut, Bro. Aber irgendwann, Digga, irgendwann, da fickt sich, das sage ich dir. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich im Bett liege, ich spüre meinen Herzschlag. Ich glaube, ich habe einen extrem hohen Blutdruck. Ich weiß es nicht. Ich Ja, war schon ewig nicht Cholesterin, mehr beim Digga. normalen Arzt gewesen. Das letzte Mal war ich beim Zahnarzt, aber so beim normalen Arzt war ich bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr. Nee, stimmt nicht. Das war vor 5 Jahren und da waren meine Blutwerte schon scheiße. Und da hatte ich noch nicht das Geld für Fastfood und sowas. Ich will nicht wissen, wie meine Blutwerte heute aussehen. Damals hat man mir schon dazu geraten, dass ich kein Schwein mehr essen soll, weil meine Werte diesbezüglich schon ziemlich tief sind, also ziemlich schlecht sind. Und das war alles noch zum Punkt, wo ich eigentlich noch reguliert wurde. Guck mal, das Ding ist, wenn Leute schreiben, sagt der, der gerade Pizza isst und Red Bull trinkt. Das Problem ist, Leute, es kommt immer darauf an, in welcher Dosis man das macht. Das ist genauso, wie wenn ich mal im Monat ein bisschen was trinke, dann kann mein Körper das ab. Wenn ich einen Abend, pass auf, wir machen Folgendes. Wenn ich jetzt einen Abend im Monat mal richtig einhebe, dann kann mein Körper das besser wegstecken, als wenn ich jeden Abend drei, vier Flaschen Bier trinke. Das ist immer die Dosis, Leute. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat, wo man wirklich aufpassen muss, was man zu sich nimmt. Und das ist überall so. Es ist kein Problem dabei, mal einen zu trinken. Es ist kein Problem, mal zum scheiß Mecke zu gehen, Digga. Aber wenn man das jeden gottverdammten Tag macht, ihr fickt euch. Ihr fickt euch komplett. Ihr fickt euch komplett. Digga, das macht euch fertig, Mann. Mayo sind gute Also, Fette, da habe sowieso, ich zwar Digga. schon Scheiße gegessen, aber da wurde ich immer noch in gewisser Hinsicht reguliert von meiner Mama, weil sie halt einkaufen war. Und jetzt
muss alles komplett weg sein und ich spüre es. Und diese Angst, dass ständig was sein kann, die ist natürlich immer da. Ich sitze im Bett, ich spüre meinen Herzschlag. Ich habe jederzeit das Gefühl, dass mein Herz einfach aussetzt. Also wirklich so, dass jetzt ist vorbei, jetzt kriegst du einen Herzinfarkt. Ja, jetzt, Digga, das sind die typischen Symptome. Jetzt haut der Körper richtig zurück dafür, dass du 4 oder 5 Jahre den Körper einfach nur richtig ja. zerstört hast, indem ja. du einfach nur dieses dreckige Fastfood in dich reingesteckt hast. Und ich mache dieses Video hier nicht, um jetzt letztendlich zu sagen, jetzt gibt es einen Change in mein Leben. Ich will einfach nur, dass ihr checkt, dass ihr nicht auf dieses Level kommen sollt. So, ich mache das gerne irgendwie so. Jetzt habe ich keinen Bock auf Fastfood, aber ich weiß einfach, dass es darauf wieder hinausläuft. Sobald meine Bauchschmerzen vorbei sind, gehe ich wieder zu McDonald's und drücke mir wieder einen schönen Burger rein mit. Genau das ist das Problem, Leute. Wir Menschen denken viel zu kurzfristig. Wisst ihr, was ich meine? Wir fangen an und ey, wenn ich richtig krank gesoffen habe, Digga, ich habe morgens einen Überkater. Man kennt diesen Moment. Nie wieder Alkohol, ein auf den. Und dann 2 Wochen später, zack, man säuft wieder. So, man muss sich den Langzeitfolgen so ein bisschen bewusst werden. Und genau das ist das Ding, was ihr hier gerade misst. So. Man muss wirklich sich bewusst sein, die Scheiße, die ich hier gerade mich reinkippe und reinschaufel, ist absolutes Gift für meinen Körper. Absoluter Müll, Digga. Und das gilt nicht nur für Fastfood, das ist genauso mit scheiß Zucker und allem drum und dran. Das ist all in all. Wichtiges Video auf jeden Fall. Finde ich cool, dass ihr da so offen drüber redet. Intention, Message nicht ganz getroffen, aber trotzdem cool, dass ihr es so offen angeht. Vor allen Dingen aus seiner Position heraus als Fastfood King Deutschland. So, Chat.